ich das, was hier vorher passiert ist, reingeschnitten, ne? Was ihr seht. Deswegen, ja, eine Begrüßung ist jetzt wahrscheinlich total fehl am Platz, aber hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Animal Crossing. Hallo. Hey, na? YouTube, was geht? Wir haben Dinge gesammelt, ein paar zumindest, und werden die nun unserem guten alten Freund Eugen, die Eule, überbringen. Alias, wie haben wir den immer nochmal genannt? Nicht Eugen, sondern? Hubert. Nee. War das Hubert? Hugo. Ach, Hugo war's, genau. Hugo. Hugo, der alte Stricher. Oh, sagt er. Oh. Huhu. Hugo. Wer ist denn der Boss von Hugo? Verstehst? Hugo Bo... Die Bloko... Schon wieder einen Schwanz gefunden. Wir finden immer nur Schwänze, ne? Ich als Privatwolle würde den sofort nehmen, aber leider verfügen wir hier bereits über ein Exemplar. Okay, wir haben schon genug Schwänze im Museum, sagst du. Alles klar. Kann ich Ihnen mit irgendwas behilflich sein? Ja, ich habe noch ein paar andere tolle Sachen für dich. Guck mal. Schau, was ich da habe. Guck mal. Ein Goldmistkäfer, na? Das ist doch was für dich, hm? Hugo. Ja, lass mal hören. Hugo. Goldmistkäfer werden von manchen für ihren metallischen Glanz geschätzt. Man geht sogar so weit, sie als gutes Omen oder Glücksbringer zu betrachten. Was? Ein Scheißhaufenkäfer? Ist ja widerlich. Dagegen muss ich aufs Schärfste protestieren. Diese traurigen Kreaturen legen ihre Eier unter Dung ab. Sie ziehen ihre Nachkommenschaft unter dem Mist auf. Muss man hier noch Worte finden? Nein, ich denke nein. Nein, nein. Alle herzlichen Dank dafür. Ja, ja. Ja, ja, du gibst gut aufs Auto, weiß ich ja. Ist ja wie in Berlin. Was der Funk wohl dazu sagen will. der brennt nach, der brennt nach. Der brennt sehr hart nach, lieber Thorsten. Thorsten, der brennt nach. So, guck mal, was der hab. Wo er recht hat. Ein Nashornkäfer, hey! Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Natürlich möchte ich das, bitte. Hugo, komm. Give me. Give me what I want. Give me what I want, what I really, really want. Der Kopf des Nashornkäfers ist wie der Helm eines Samurais geformt. Oh. Davon könnte man sich ja beeindrucken lassen, wenn seine Größe nicht so abstoßend wäre. Erwachsene Männchen kämpfen und graben mit ihrem Horn, während die Weibchen nichts dergleichen tun. Auch ihre Larven und Puppen erreichen enorme Ausmaße und fressen sich durch verrottendes Holz. Okay. In jedem Fall, alle herzlichen Dank für die Spende. Nö, sonst habe ich leider nichts. Tut mir leid. Dass sie gerne spenden würden, zögern sie nicht. Ja. Ich muss erstmal vorher, muss ich nochmal zurück. Ich muss nochmal los. Ich brauche nämlich eine neue, ich brauche eine neue Fangwerkzeug, damit ich Dinge fangen kann. Eine neue Fangding.
Hey! Was geht? Wo hast du denn nun die ganze Zeit gesteckt? Ist alles in Ordnung? Ach, weißt ja, ne, man hat halt Dinge zu tun. Familie, wichtigere Dinge als diese Insel hier, kennst du doch. Du hast dich bestimmt irgendwo mit einem guten Buch verkloppt. Ja, natürlich. Falls das stimmt, musst du es mir unbedingt mal ausleihen, sobald du es fertig gelesen hast. Ja. Huch! Ganz bestimmt habe ich mich mit dem Buch verkloppt. Wenn ich mit einer Schaufel auf dieses auf die Werkbank hau. Ganz bestimmt. Ohne Eisenrüstung. Warte. Wir brauchen den hier. Dafür müssen wir, glaube ich, erst den hier bauen, ne? Wir brauchen Äste. Esteban brauchen wir. Esteban kann. Da ist Geld rausgefallen. Mehr, gib mir mehr! Gib mir mehr! Gib mir mehr! Vier, das müsste es reichen, glaube ich. Da. Da war der andere. So. Okay. So. Was soll ich tun? Mach mal. Hi. Ja. Und jetzt müssen wir uns einander bauen. Ich glaube, wir haben kein Eisen, ne? Ich glaube, wir haben kein... Okay, wir haben Eisen. Jo. Mach. Sehr gut. Last Prussian, Dankeschön für deine 5 Euro. Drei Sachen. Erstens hast du den neuen Death Counter unter AC Odyssey und Command & Conquer gesehen. Bei AC habe ich es gesehen, bei Command & Conquer nicht. Die C&C-Folge ist von gestern. Habe ich mitbekommen schon. Muss ich dann offline nehmen. Und drittens, hi. Hi. Danke dir für deine 5 Euro. Dankeschön. Ja, reicht. Jetzt gehen wir nochmal hier ganz kurz gucken. Wir haben ein paar neue Nachrichten. Was haben wir denn da Schönes? Ein Geschenk von Mami. Oh, Mama ist die Beste. Die Zikaden singen ihre nicht allzu melodischen Lieder, sodass ich in den frühen Morgenstunden nicht mehr schlafen kann. Nun ja, dafür holt Papa auch schon viel früher frische Brötchen. Ja, und kippen und kommt dann nicht wieder. Da hast du eine Mutti, die dir so einen Scheiß schreibt. Das hast du dann. Das hast du dann. Was haben wir denn jetzt bekommen? Hier, Geschenk. Ein Kuscheltier. Oh, ein Kuscheltier. Oh, warte, das müssen wir aber mal in unser absolut toll ausgebautes Haus stellen. Warte. Mutti hat wieder zu tief ins Glas geschaut. Hey, von wem ist dieses Kappa-Smiley denn? Mit den langen Haaren. Aber guck mal hier, Sintika hat auch einfach einen Kappa-Smiley genommen und hat den verändert. Aber ich weiß, das darf man. Darf man das? Ich bin mir da immer so unsicher. Ein paar geile Ideen hatte ich auch schon gehabt, aber ich weiß ja nicht, ob man es darf. Oh, guck mal. Ja. Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. No, was ist das? Ein Löwe? Ach so. Okay. Löwe vielleicht. So, dann haben wir noch die Akademie, Rang B, Punkte 14.000, InDesign, ja, bla bla. Dann haben wir noch die Nuke Direktbank, vielen Dank für Ihr Vertrauen, Ihrem Konto wurden Zinsen im Wert von 11 Sternis gut geschrieben. Toll. Und nochmal die Akademie. Ja, bla bla. Ist doch alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla bla. So. Da gehen wir mal die Ernte reinholen, nicht? Mal die Orangenernte. Dass wir das mal fertig haben hier, nicht? Blumenhund. Ein Löwe, Blumenhund. Ich weiß es nicht. Sag ja, Mutti, bei Mutti ist das Glas immer voll. Das ist nie halb leer. So, noch ein paar Kirschen. Oh, ich habe da
aber auch wieder Nackenschmerzen, ne? Das gibt's überhaupt nicht. So. So. Sehr schön. Die, was sind das? Kokosnüsse sind das, glaube ich, ne? Die nehmen wir natürlich auch mit. Wer ist das eigentlich, der da rumläuft? Sag mal, wer bist du eigentlich? Und wer hat dich eingeladen? Aziza. Salam, nenn mich Aziza. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Aziza bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche, große Teppiche, mittlere. Alle habe ich. Nach dem Kauf siehst du sie. Und mehr noch. Auch mysteriöse Böden und Tapeten gibt es bei Aziza. Erwirb, Freund. Ein Teppich bitte, Tapete, Boden. Mysteriöser Boden. 3000 Sternis. Ja, komm, machen wir mal, oder? Machen wir einfach mal. Sei erfreut auf dein nächsten Treffen mit Aziza. Meine mysteriöse Ware betören sich ja auch deine Sinne. Ist dein Geldbeutel nun erschöpft oder verlangt es sich nach weiteren Waren? Nö. Und wo ist jetzt mein Teppich? Ach, hier. Leiterplattenboden. Huch. Okay. Gut, gut, gut. Na, wenn das so ist. Was sagt man da jetzt? Danke? Keine Ahnung. Hallo, kleiner Mann. Du gehörst mir! Du wirst verkauft! So, da haben wir wieder die Eule. Das heißt, da gibt es wieder irgendeine Nachricht. Ach, guck mal hier, die Bäume sind auch gewachsen. Yay! Schön. Ah, das ist alles schön so durcheinander hier bei mir auf der Insel. Das ist toll. Wir müssen auf jeden Fall mal dringend gucken, dass wir nochmal ein bisschen Sternis ranbekommen und dass wir wirklich mal anfangen, die Insel ein bisschen auszubauen, ne? Ich muss sagen, das hat mich letztes Mal echt runtergezogen, als ich die Insel von Dry gesehen habe und die Insel von Fox. Und vor allem die Häuser auch und sowas. Voll krass. Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch gewesen, ne? Es fehlen ein paar verstreute Kabel. Ja, ja, ja. Du spielst ja auch fast nie. Ja, ja, das stimmt schon. Ich habe ja gesagt, ich würde auch offline ein bisschen zocken, aber ja. Hat man ja gesehen, wie gut das bis hierhin geklappt hat. Kapi. Mauro Zero, gute Nacht. Schlaf gut und Dankeschön fürs dabei sein. Und alle anderen, die schlafen, gehen natürlich auch eine gute Nacht. Kurznächtle gewünscht. Da fliegt ein Geschenk. Wo ist denn da? Die Schleuder, nicht? Das fliegt aber ins Wasser jetzt, ne? Fliegt das ins Wasser? Ja, das fliegt ins Wasser. Was? Ja, dann lass uns ins Wasser fliegen. Ist egal. Ist egal. Was schreiben die Hunde? Ja, ja, ich mach jetzt kurz Hundipause. Kann man hier Pause drücken? Ja, ich lasse es einfach mal hier stehen. Ich mache einfach mal eine Hundipause jetzt gerade ganz kurz. Fast pünktlich um 10. Hallo. So. Was möchtest du tun? Weiterspielen. Bunte Gedanken. Dankeschön für 2 Monate Prime. Auch an dich ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Weiter geht's mit dem Gereiber an den Nüssen. Lass mal weiter an den Nüssen reiben. Hier, komm. Frage aus Interesse. Will mir auch mal jemand die Nüsse reiben? Ich frag nur. Nee? Okay. Man kann ja mal fragen, ja? Es kostet ja nichts, mal zu fragen. Mann! Was kannst du eigentlich?
Fresse. Wie kann man nur so untalentiert sein? Frag Alina, die hat sich erst letztens einen Bruch gehoben. Ein Sandlaufkäfer, nachdem ich dich gefangen habe, bist du erst einmal. Ja. Kapi. Deswegen ist der Zahn kaputt, ja. Der ist bei der ganzen Anstrengung, ist er einfach, pam, einfach rausgeflogen. Angie Shield, Dankeschön für 200 Bits, vielen, vielen Dank. Und GM Tanky, Dankeschön für ein Jahr, vielen, vielen Dank. Dankeschön, vielen, vielen Dank. So, warte mal, da drüben waren wir schon, wir gehen jetzt mal hier in die Richtung. What? Ja, freust du dich, ne? Weil du nämlich nichts kannst. Wenn ich dann drei Wünsche frei habe, reibe ich dir auch die Nüsse. Oh, das ist nett. Toll. Pommes, da bin ich, aber das ist schön. Das freut mich. Vielleicht lässt sich da was einrichten. Ein Sägezahnhirschkäfer. Alter. Ihh, was haben wir denn hier für Tiere auf unserer Insel? Ich möchte gerne auswandern. Aber wir haben bis heute immer noch keinen Skorpion hier bei uns auf der Insel gehabt, komischerweise, ne? Immer noch kein Skorpion, nach all der langen Zeit. Huch. Das gibt es doch gar nicht. Wünscht ihr das auch nicht? Na doch, ich hätte gerne einen im Museum. Ich hätte gerne einen im Museum, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne ein Museum. Bin ich ganz ehrlich. So, da haben wir noch ein bisschen was und noch ein bisschen was und immer her damit, wir brauchen Geld. Wir wollen die Insel ausbauen, wir brauchen Geld. Guck dir mal den neuen Boden an. Ja, 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 machen wir gleich, machen wir. Ich mache gerade eben nochmal das Inventar voll, damit wir verkaufen können. Und dann gucken wir uns Boden an. Wir gucken uns Boden an. Boden schön, Boden gut, Boden billig. Boden nur 3000. Das ist kein Hai, dann möchte ich den auch nicht. Was haben wir hier? Nicht. Jot, jot. Jot, jot. Das ist auch nix. Nix, nix, nix. Alles nicht. Wie viele Kirschbäume haben wir hier eigentlich? Oh, warte mal, da fliegt das Geschenk. Warte mal. Warte, 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 hier. Verdammt. Nein. Sag mal. Ist mich verarschen oder was? Kann doch nicht sein. Höchste Eisenbahn. Jetzt wisst ihr, warum ich bei mir hier auf dem Channel die Call of Duty spiele. Ein Asienbett. Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns gleich an. Hier ist aber nichts mehr sonst, ne? Hier sind nur noch Kirschen, 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 Kirschen. Kirschen, Kirschen. Nix. Okay. Okay. Na, dann gehen wir mal wieder zurück. Hier einmal ausrüsten. Und einmal. So. Dann einmal hier. Verkaufskiste. Soll ich hier was verkaufen? Jo, mach mal. In dem Bett ist bestimmt Trisha Tanaka. Was? Ah, Trisha Takanawa aus Family Guy. Das kann gut sein.
Okay, erstmal die ganzen Früchte. Der kann weg. Die können weg. Ja, komm, weg mit dem Blumen. Wer braucht schon Blumen? Die Perle behalten wir natürlich. Sandlaufkäfer. Irgendeinen hatten wir noch nicht gehabt. Oder hatten wir beide noch nicht? Motte kann auf jeden Fall weg. Die Korallen können weg. Das Fossil lassen wir noch entdingsen. Das kann auch weg. Eisenerz wird natürlich behalten. Das kann alles. Das Unkraut kann weg. Der Atlasspinner hier kann weg. Ja. Passt doch erstmal, oder? Passt erstmal, glaube ich. KGB Lucifer, Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Und Angie Shield, Dankeschön auch für deinen neuen Sub. Erst die Bits, dann der Sub. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wo hast du die Perle her? Die Perle hatten wir aus dem Wasser, glaube ich, ne? Ich glaube, die haben wir irgendwann mal beim letzten Mal, glaube ich, beim Wasserfischen, Fischen, Wasser-Geschichten-Dingens, haben wir die gefunden. Man kann ja jetzt schwimmen. Beim Tauchen, ja, genau. Man kann ja jetzt schwimmen in dem Game. Schwimmen, mit Ü. Schwimmen. Nuk mal ein Plus, hier einmal. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Sehr schön. So. Was haben wir denn da für ein schönes Bett gefunden, sag mal. Bett, 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 Bett. Bett, 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 finde ich fett. Ein tolles Bett. So. Können wir das hier schon mal wegmachen, weil wir nehmen nämlich jetzt das schöne Asia-Bett. Nun. Das passt, glaube ich, nicht so wirklich hier rein, ne? Ist ein bisschen groß, gell? Jo, mei. Oh Gott, ist ein bisschen groß, aber es passt schon. Neid und der Ecken mit. Passt. Ich meine, es ist ein schönes Bett, ne? Aber es ist sehr... Es ist sehr groß. Fox, hau raus, hau raus, hau raus. Das ist ein bisschen... es ist sehr groß. Aber das ist okay. Wir haben einen neuen Boden. Nicht? 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 Haben wir nicht einen Boden jetzt? Lass mal den Boden angucken. Lass mal den Boden angucken, was wir da jetzt haben, nicht? Was genau soll ich mit einem solchen Boden, bitte? Was ist das denn? Alter. Gott. Also, ja gut, also, Fox, bräuchtest du den vielleicht noch als Boden für deine, für deinen Serverraum? Also, ich weiß ja nicht. Oh Gott, ey, das ist aber jetzt... Also, das wollte ich jetzt... Wir brauchen einen anderen Boden. Wir müssen shoppen gehen. What the fuck? Sebi for the win. Oder Sebi for win. Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Wir brauchen einen anderen Boden. Das geht gar nicht. Sei der Lötfleck auf meiner Platine. Gute Anmache. Fox, post die nochmal rein. Post die nochmal rein. Kann ja nicht wissen, dass da so ein komisches Ding dabei rumkommt, ey. Was ist das denn für ein Boden, Alter? Verkauft der denn einem? Ich dachte, da kommt jetzt ein schöner Teppich mit Intarsien, weißt du? Legst das Ding hin, ist es eine Platine. Hä? What the hell? Für 3K. Hast du schon eine grobe Vorstellung, auch Ideen, wie die Insel ausbauen möchtest? Marktplatz oder sowas? Nee, noch gar nicht. Noch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Holt ihr doch die Tapete auch noch. Naja, um Gottes Willen. Hört's aber auch auf jetzt. Moin! Eugen. Alias Hugo. Hugo. Pass auf, ich hab was für dich. Ah, der Nice Guy Trap spielt jetzt auch Animal Crossing. Aha. Ist das so, ja?